Grüezi miteinander und willkommen zurück bei The Legend of Zelda. Genau, guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend und willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Jetzt geht's weiter hier und zwar wir packen die Kiste auf und schauen, was sich da drin befindet. Der Handdinger hier. Genau, der Krafthandschuh. Krafthandschuhe. Trägst du sie, hast du die Kraft, mit A auch sehr schwere Dinge anzuheben. Okay. Aber einen kleinen Jungen sind sie zu groß. Zudem, du versprochen, sie Naboo zu geben. Hast du. Also halte dein Wort. Natürlich, das machen wir. Oh, ein Schrei. Wer das wohl war? Hey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Oh, lass mich. Ihr widerlichen alten Hexen, ihr seid Ganondorfs eklige Sklaven. Ja. Flüchte, Araiguma, schnell. Kein Bock jetzt zu schreien. Verdammte Hexen, sie setzen schwarze Magie gegen mich ein. Blablabla, irgendwie unter der Erde. Fehler. Ja, also tatsächlich. Autsch. Müssen wir jetzt im Endeffekt. Können wir eigentlich nichts mehr machen hier so, weil. Die gute. Naboo. Ist halt unter der Erde, aber also jetzt im anderen Sinne, die Hexen haben sie ja praktisch nach unten befördert. Und wir müssen uns jetzt groß machen, dass wir praktisch wieder zurück zu diesem Tempel können. Denn da drin, ist ein Tempel, muss man fertig machen, ja. Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt hin, holen das Master Schwert, das da eben so liegt. Graben uns das Ganze und schauen einfach mal. Und ja, gucken wir mal, was danach noch so geht mit dem Master Schwert. So, hier wieder in roter Montur mit Hylia-Schild am Start. Der Link, Warte mal, ist das das? Doch, das ist von den Geistern, oder? Ja. Genau. Ja, stimmt, das vom Schattentempel haben wir ja noch gar nicht. Von dem her ist es uns auch noch gar nicht möglich, überhaupt da irgendwas zu machen, denn wir haben es noch nicht, ja? Also. Wenn wir es nicht haben, ups, Kamera verschoben, tut mir leid. Ja, ich will euch auch gar nicht zeigen, wie die Kamera hier mehr oder weniger, hallo, Test, okay. Ja, ich habe gerade mein Mikro einstellen müssen nochmal, denn ich hoffe nicht, irgendwie leise zu sein oder sowas, das geht gar nicht irgendwie. So. Und dann habe ich halt aus Versehen die Kamera verschoben. Allerdings. Ja. Sollte jetzt eigentlich wieder besser sein. So. Zumindest hoffe ich das. Nun betreten wir als Erwachsene den Geistertempel. Also kein Meter anders wie vorher auch. Aber, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt eben, wie ihr sehen könnt, hier an unserem tollen Link, dass wir da die Handschuhe haben und wir jetzt auch diesen Stein hier einfach mal kurz verschieben können. Ja. Ja, dieser Tempel ist eigentlich ja relativ chillig, kann man schon sagen. Ups. Autsch.
Also im Normalfall ist er eigentlich relativ ruhig. Keine großen Schwierigkeiten hier eigentlich. Es ist zwar manchmal ein bisschen herausfordernd, Chest drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass es unmöglich ist. Es dauert halt natürlich immer seine Zeit. Hier in diesem Tempel bestimmte Dinge natürlich zu finden und so. Aber ich denke mal, wir haben jetzt als erstes schon mal die Karte gefunden. Das macht es einiges einfacher, weil man halt eben dann zurechtkommt. Die Abfacke gerade irgendwie. Ah ne, ein Kompass. Wow, okay. Kompass. Cool, das bringt mir eigentlich auch nicht viel. Ja, den können wir einfach da rumlungern lassen da. Den Boy. Eigentlich auch nicht sonderlich schwer hier. Ah. Das einzige Schick, was halt hier so ein bisschen schickt, ist die Ansicht von der Kamera, aber ansonsten nichts. Moment, so, jetzt gucken wir mal. Ein bisschen Anlauf. Oh. Perfekt. Hätte ich eigentlich auch schon vorher machen können, aber... Oh, oh. Ups, ja, das war eigentlich total nicht geplant. Allerdings, wie ihr gesehen habt, haben wir hier noch... Ich war jetzt ein bisschen bei Majora's Mask. Weil das die Höhe der Zeit rückwärts bei Majora's Mask ist im Endeffekt für eine ganz besondere Sache da. Werde ich nicht verraten, denn das Spiel kommt dann auch irgendwann mal demnächst. Gut, ihr könnt es eh googeln, also von dem her machen wir uns nichts vor. Oh, da fliegt jetzt so ein Scheißding von der Decke, oder was? Ja, genau, stimmt ja. Diese Like-Likes, oder wie sie heißen. So, jetzt haben wir den Schlüssel und können praktisch in die Tür, die in der Mitte war, rein. Ja, denn die war auch eben verschlüsselt, verschlossen, wie auch immer. Und wir sind ja, glaube ich, im Hauptsaal dann. Ah, wie auch so ein scheiß Like-Like. Los, weg von den Drecksviechern da. Ich hasse das Teil. Das klaut Schild und Geld und alles. Moment. Ah, hat jetzt voll nichts gebracht, aber... Drauf hier schissen. Oh ne, die Hand. Ja, ich weiß, das ist auch nicht das. Kameda, schicke ich das Gesicht irgendwie, wenn man sich das mal anschaut. The fuck? Ja. Ja, gibt's nichts Besonderes. Außer halt ein bisschen Eis. Ja, kleine Abkühlung halt. Braucht man auch manchmal.
So, und dann haben wir hier eben... Macht nix. Oh, oh. Ich glaube, von hier kommen wir da nicht runter, oder? Ah, doch. Haben wir das schon mal erledigt. Haha! Das muss man vielleicht sogar so machen. Keine Ahnung. Also ich habe immer als Kind gedacht, ich cheat hier an dieser Stelle, aber vielleicht muss man das auch so machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, die kriegen wir wahrscheinlich mit dem Ding sowieso nicht. Oder? Ja, doch. Könnte hinhauen, ja. Tut's sogar. Dürfte eigentlich ein Schlüssel drin sein. Richtig. Und hier müssten wir jetzt dann auch die Karte dann bekommen, glaube ich. Zumindest. Ich weiß nicht mehr genau. Wir stehen dann eigentlich komplett im Weg, aber das ist eigentlich scheißegal. Denn, ja. Wir stehen eigentlich voll davor. Voll cool. Eigentlich voll, schön positioniert. Zack. Ja, also Item, na wobei eigentlich nicht, aber die Karte haben wir jetzt schon. Die Karte haben wir jetzt, ich meinte das Item, also wenn man so sieht, haben wir ja schon das, das Item des Tempels ja schon. Das wären ja mehr oder weniger die Krafthandschuhe. Aber, in diesem Tempel gibt es praktisch nochmal so ein bisschen ein Geschenk, kann man sagen. Ja. Also man vermutet ja eigentlich so am Anfang, okay, oh ja, da habe ich ja schon das Item des Tempels ja mehr oder weniger schon vorher gefunden. Also nämlich die Krafthandschuhe. Das stimmt aber nicht ganz. Scheiße, und ich habe es eigentlich total verpeilt gerade. In diesem Fall gibt es noch ein Item. Also man weiß ja zum Beispiel im Waldtempel, wussten wir, oh, was haben wir denn da als Item? Ja, den Bogen. Feuertempel, den Hammer. Genau, Wassertempel den längeren Enterhaken oder den Fanghaken. Das war eigentlich total dumm. Und so weiter und so fort. Und hier, ja, die Handschuhe, ja. Krafthandschuhe. Vielleicht. Wer weiß. Das macht den, glaube ich, gar nichts. Das macht den guten. Also theoretisch könnt ihr ja mit dem Feuerpfeil genau rasieren. Ja. Das meinte ich. Boah, Link, Alter. Ich hasse das. Also einer von denen hier muss bewegt werden. Das war eigentlich ja ganz gut, aber schauen wir mal. Ein Herz. Ich weiß, warum wir ein Herz bekommen.
Und noch ein Herz. Wow, das ist eigentlich so ironisch. Ich denke mal, ihr wisst auch, wo wir jetzt wieder sind, ja. Ja, es gibt noch einen Raum. Der andere ist ein bisschen schlimmer, aber ja, nichtsdestotrotz. Das würde ich auf keinen Fall benutzen. Einen Enterhaken, niemals. Feuerpfeile, eigentlich unnötig. Ja. Jo, das war eigentlich auch mega unnötig gerade, dass wir da uns so nah vor ihm platzieren. Wiederum. Nice. Yes. Das bringt ja auch nichts. Ja, da ist auf jeden Fall kein Meter Unkohlen unterwegs. Scheiße. Das war nicht so Bombe gerade, aber okay. Man könnte echt meinen, spielen wir es gut mit uns gerade. So, perfekt. Haben wir auch erledigt. Yeah! So, jetzt dürften wir eigentlich, mal überlegen, auch was bekommen. Was ganz cool ist. Genau. Und was das ist, das erfahren wir das nächste Mal. Haut rein und eben bis zum nächsten Mal. Ciao.